So, selber Tag, nur ein anderes Video. Also in dem Sinne nochmal herzlich willkommen. Ja, ich habe das sechste Bier genossen, bin jetzt gerade beim siebten, weil es so schön ist. Und ja, in der Bedienungsanleitung ist die Steuerung einmal kurz erklärt. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. So, ne? Die Steuerung ist hier erklärt. Dann sollen wir diesen Schritten folgen. Das heißt, also das erste den Stecker in eine Steckdose machen. Das habe ich jetzt schon getan. Dann sollen wir Pellets auffüllen und dann sollen wir in das Menü gehen. Ja, die Pellets werde ich jetzt mal auffüllen. Ich nehme mich mal ein bisschen näher mit dran. So, so sollte das gehen. Ich habe hier noch einen angefangenen Sack Träger Kirschpellets von meinen Räucheraktionen. Ja, und den kippe ich da jetzt einfach mal rein. Weiß ich nicht, da ist auch noch nicht so viel raus. Ich habe da mit 4-5 Mal Spare Ribs gemacht. Alles hält sich in Grenzen. So, das haben wir schon getan. Ich stelle dann mal eben kurz die Kamera um und dann hole ich euch zum ersten Einschalten quasi wieder dazu. So, meine Lieben, kommen wir zu Schritt 2 in der Bedienungsanleitung. Wir sollen ihn einschalten. Dazu machen wir den Hauptschalter auf der Rückseite an. So, wir haben ihn angeschaltet und dann steht da, wir sollen den Menübutton drücken. Und dann probieren wir das doch mal aus. Tadaratatata. Genau. Ja. So, und jetzt sollen wir nämlich auf Orga gehen. Und dann sollen wir auf Prime Orga drücken. Das soll bedeuten, dass die Schnecke anfängt zu laufen und Pellets quasi bis in die Brennkammer gefördert werden. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, eine Zeit läuft runter. Ich höre persönlich noch nichts. Ich nehme euch mal aus der Halterung raus und wir gucken mal in den Grill, ob die Schnecke sich dreht. Moment, das ist ein bisschen frickelig. So, wie wir sehen, die Schnecke dreht sich ganz langsam und die Pellets werden jetzt nach vorne befördert. Also ich hatte ein bisschen Angst. Ich habe ja noch keine Erfahrung mit Pelletgeräten und ich dachte, oh Gott, das ist bestimmt ein super lautes Gerät. Ich muss sagen, ich höre bis jetzt gerade gar nichts von dem Grill. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn er das erste Mal läuft mit Lüfter und allem drum und dran. Wie gesagt, die Schnecke füllt sich jetzt mit Pellets. Ich hole euch einfach mal nach den 3 Minuten nochmal dazu. So, ich wackel gerade ein bisschen. Der Grill sagt Creaming complete. Wenn wir jetzt reingucken, sehen wir auch, die ersten Pellets sind quasi in den Brenntopf gefallen. Und ja, jetzt machen wir mit Schritt 5 weiter. Da steht drin, dass wir den auf 350 Fahrenheit, also Grad Fahrenheit, also 177 Grad Celsius, einstellen sollen und erstmal 20 Minuten laufen lassen. Dafür räume ich jetzt allerdings wieder das Hitzeabdeckblech, das Abdeckblech für den Brenntopf, das Fettablaufblech und das Grillrost wieder rein. Und ja, einschalten tun wir dann gleich wieder gemeinsam. Obwohl, ich habe es mir anders überlegt. Wir werden erstmal gemeinsam den Grill starten und dann werden wir alles einräumen, damit wir auch sehen, was passiert. So, er hat sich übrigens schon automatisch auf Celsius eingestellt. 177 Grad Celsius. Ja, ich kann nur 175 Grad Celsius einstellen. Dann machen wir das mal. So. Dann werden wir jetzt das erste Mal gemeinsam starten. Jetzt wird natürlich mega laut. Und wir gucken mal, was jetzt passiert.
So, es fängt jetzt ganz leicht an zu rauchen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video schon seht. Also ich erkenne schon so eine ganz klitzekleine Rauchwolke. Wir warten mal ein bisschen ab. Achso, das hier ist übrigens der Temperaturfühler und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von, weil da hätte man wenigstens noch eine Edelstahlabdeckung oder sonst was drüber machen können. Also im Grill riecht man jetzt übrigens schon ganz leicht, dass irgendwas hier am Verbrennen ist, auch wenn man noch nicht ganz so viel sieht. Wir lassen uns mal überraschen. Hitze ist aber auch noch nicht so wirklich da. Hoffen wir mal, dass nichts kaputt ist. Ja, ich habe noch mal kurz die Kamera beendet, weil ihr wollt ja bestimmt nicht 6 Minuten auf die Pelletschnecke gucken, bis es endlich anfängt zu glühen. Man sieht jetzt so ganz leicht, es fängt an zu rauchen. Und so sieht es jetzt im Grill aus. Also es fängt jetzt an. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, den hier in der Garage kurz das erste Mal anzumachen, weil da ist das Dach. Und ja, wir werden das jetzt mal beobachten. Ich räume den Grill jetzt ein, dass alles mit einbrennen kann und dann melde ich mich, wenn der Grill auf Temperatur ist. Und ich werde die Zeit dafür stoppen und euch gleich sagen, wie lange das gedauert hat, wenn ich den Deckel schließe, bis er auf die 175 Grad aufgeheizt hat. Dann bis gleich. So, ich habe den Grill jetzt eingeräumt und den Deckel geschlossen. Wir haben jetzt schon 25 Grad im Grill. Er sagt immer noch übrigens, dass er am Zünden ist. Und ja, seit 24 Sekunden quasi läuft jetzt dieser Test. Vom Geräusch her ist klar, der Lüfter läuft jetzt auf volle Kanne, weil er erstmal auf Temperatur kommen muss. Es ist jetzt, also ich hätte es lauter vermutet, es ist jetzt so wie so ein, ja, ein Föhn. Kennt ihr das, wenn jemand im Nachbarhaus oder so im Badezimmer den Föhn anschmeißt und das Fenster auf Kipp hat? So wäre es jetzt ungefähr von der Lautstärke, würde ich sagen. Also ich denke, da werde ich mit meinen Nachbarn keine Probleme kriegen. Zumal ich vermute, dass der im Betrieb, wenn der aufgeheizt ist, ja auch noch wesentlich leiser wird. Lassen wir uns mal überraschen. Und nachdem wir Schritt 5 quasi gemacht haben, sollen wir den Grill auf eine höhere Temperatur einstellen, nämlich 232 Grad stand da, glaube ich, aber mehr als 230 macht der Kollege nicht. Und ich will das jetzt einfach mal aus. Und so wie es ausschaut, wird er jetzt wahrscheinlich hochheizen. Wir können mal einmal reingucken in den Grill. Ich werde erstmal in der Zeit noch die Stoppuhr anmachen. So, mein Passwort braucht ja nicht jeder sehen. Deswegen, wie lange der jetzt braucht, um auf diese Temperatur zu kommen. Wir werden das mal zusammen hier entdecken heute. Ja, wie man sieht noch hier das Öl drauf auf dem Blech. Also ich denke, dass die Hitze von 175 Grad gerade natürlich nicht ausreichend war. So hier in dem geschlossenen Raum, in der Garage quasi, ist das Ding doch schon böse laut. Aber das dicke Blech hilft echt ungemein. Das hätte ich nicht gedacht. Was man jetzt so an Nebengeräuschen hört, ist der Lüfter. Aber von dem Blasgeräusch in dem Grill selber hört man gar nichts. Wenn ich den Deckel aufmache, Wahnsinn, oder? Naja, ich möchte das Ergebnis jetzt nicht zu weit verfälschen. Die Stoppuhr läuft. Ich melde mich, wenn der Grill die Temperatur erreicht hat. Ja, so, während der Grill aufheizt, also einbrennt eher gesagt, wir sind jetzt bei 195 Grad von 230, habe ich die App mal installiert und runtergeladen. Als erstes muss man dafür einen Account erstellen, um sie nutzen zu können. Was ich sehr positiv fand, war, du wirst halt erstmal nach dem Üblichen gefragt, was ist deine E-Mail-Adresse, gib bitte deinen Namen ein. Da ich immer sehr vorsichtig bin, habe ich natürlich als Name meinen Account eingegeben, den ihr auch bei Facebook und Twitter findet, bei Facebook und Instagram findet, Herzogs Barbecue. Und dann wirst du gefragt, ob du irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien hast, die halt die Träger-App wissen sollte. Weil, da komme ich jetzt zu, man findet sehr wenig zu der Wi-Fi-Funktion des Grills oder der Grillgeräte, ist beim Ironwood genauso, findet man sehr wenig im Internet und ja, zu der App an sich findet man leider auch sehr wenig und im deutschsprachigen Raum glaube ich so gut wie gar nicht.
Deswegen wird man halt gefragt, ob man irgendwelche Unverträglichkeiten hat. Und ich stelle euch das jetzt einfach ein bisschen näher vor. Als nächsten Step wirst du dann gefragt, was du für Erfahrungen mit Grillen hast, ob du Anfänger bist und dich über Hotdogs quasi nicht hinaustraust, ob du fortgeschritten bist und deine Familie und Freunde deine Rippchen lieben oder ob du halt Experte bist. Ich habe jetzt einfach mal fortgeschritten angewählt. Ich habe zwar noch kein Pelletgerät bis jetzt gehabt, aber ich denke, meine 9 anderen Grills, die ich besitze, der Pelletgrill ist jetzt Nummer 10, da reicht es, dass ich sage, dass ich fortgeschritten bin. Ja, hier oben in der App hast du deinen Account. Kannst du sogar noch ein Profilbild hinzufügen. Mein Name, Herzogs Barbecue. Skill Level ist halt quasi Best on Block. Passt ganz gut, das ist sehr witzig. Ja, als Allergien habe ich gar nichts ausgewählt. Und was ich besonders mag, das wurde ich auch gefragt, habe ich auch nichts hinzugefügt. Das kommt dann mit der Zeit. Ich muss die App für mich selber auch erstmal entdecken und das erste Mal mit dem Gerät arbeiten. Ist halt eine nette Spielerei, denke ich. Obwohl ich jetzt schon im Internet gelesen habe, dass das wohl eine Art digitales Kochbuch ist. Also ich denke, da kann man viel Spaß mit haben. Wundert euch nicht, dass es auf Englisch ist. Ich hörte jetzt in einer Facebook-Gruppe, hatte ich gelesen, dass die App quasi das Update dafür kommen soll im Mai, wo es dann auf Deutsch eingestellt wird. Lassen wir uns mal überraschen. So, hier hast du dann verschiedene Rezepte. Gegrillter Hummer mit Zitronen, Knoblauchbutter und so weiter. Dann hast du hier ein paar Videos. Ja, wir können ja mal einfach eins anmachen. Mal gucken, was da passiert. Was nehmen wir denn hier? Brisket? Nee. Also das scheint übrigens auch zu wechseln, weil gerade, ich hatte die App vorher schon mal gestartet, da war 3, 2, 1 Rips und so weiter. Ach, die kommen hier unten. Gehen wir einfach mal drauf. Ja, Baby Back Rips. Ja, Make Now. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wenn ich meinen Grill hinzugefügt habe, dass das Handy dem Grill die Temperaturen vorgibt und ich eigentlich nur noch das Fleisch drauflegen muss und der Grill macht den Rest. Finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil das schreibt ja auch Träger in ihrer Bedienungsanleitung, dass du mit dem Gerät halt viel mehr Zeit für deine Familie und Freunde hast, weil das Ding einfach autark und alleine arbeitet. Wenn ich das so sehe, denke ich, das könnte passen. So, hier sieht man dann auch die Zutaten. Hier kann man dann auch sogar die Leute auswählen. 2/3 Baby Back Ribs. Was sind das denn für Kinder? Also ich esse einen Strang alleine. Ja, Baby Back Ribs sind ja in Deutschland, soweit ich weiß, eigentlich die sogenannten Kotelettrippen. 2 Stränge Kotelettrippen für 6 Personen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Also ich wohne alleine mit meiner Freundin zusammen und ich mache eigentlich immer so 2 Stränge Kotelettrippen für uns beide. Mit Beilagen passt das dann auch für eine gescheite Mahlzeit. Ich denke, ich hoffe insgeheim, dass wenn das hier in Deutsch umgestellt wird, die App, dass die Zutaten dann auch in Gramm angegeben werden, weil 1/3 Cup Yellow Mustard, also Senf, keine Ahnung, was ein Cup ist. Aber solche Rezepte, die brauche ich eigentlich auch nicht. Bei den Steps, da bin ich jetzt mal gespannt, was er mir sagt. Das ist sogar hier mit Video. Finde ich jetzt persönlich gar nicht schlecht. Ja, das jetzt alles im Detail vorzustellen, das würde jetzt hier in dem Video zu lange dauern. Ich würde sagen, dazu mache ich mal mit der App ein extra Video. Entweder wenn es auf Deutsch umgestellt ist oder wenn ich mich ein bisschen näher damit befasst habe. Ich muss jetzt ja auch meinen Grill noch hinzufügen hier. Das kann ich jetzt leider gerade nicht machen, weil er noch am Aufheizen ist. Weil ich glaube, dass man dafür den Grill einmal ausschalten muss. Das kann ich jetzt natürlich schlecht tun. Das werde ich dann nachher mal machen. Wie gesagt, das ist die App. Ich finde sie bis jetzt ganz nett gemacht. Mal gucken, was da noch so geht. Und ja, wir gucken uns das mal an, ne? Also, ich finde das schon nicht schlecht. Die App werde ich euch, wie gesagt, im Detail vorstellen. Da findet man im Internet recht wenig zu. Ich muss mich da selber erst einfuchsen. In dem Sinne sehen wir uns gleich wieder am Grill. So, also die Einbrennphase ist jetzt beendet. Er pendelt immer so ein bisschen zwischen 225 und 235 Grad. Ich denke, das ist in Ordnung. 10 Grad plus und minus, mehr hat man beim Monolithen beispielsweise. Der pendelt ja auch so um den Dreh, also ich finde das in Ordnung. Jetzt steht drin in der Anleitung unter Schritt 7, man soll einmal den Shutdown-Cycle aktivieren. Das bedeutet wohl, dass die Schnecke aufhört, Pellets zu fördern, der Lüfter aber weiterhin läuft, damit kein Rückbrand quasi in den Pelletbehälter passiert. Ich hebe euch mal einmal kurz hoch, dass wir mal sehen können, was der Grill bis jetzt verbraucht hat.
Also ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt vielleicht mehr wie zwei Hände voll. Und das Gerät läuft seit einer guten Stunde. Ja, in der Anleitung steht, zum Aktivieren des Shutdown-Cycles soll man diesen Knopf 3 Sekunden drücken. Genau. Ja. Jetzt macht er den Shutdown-Cycle. 24 Minuten soll der dauern. Okay. Ja gut, weil er wahrscheinlich von der hohen Temperatur erstmal runterkühlen muss. Im Internet habe ich gelesen, dass man dafür den Deckel aufmachen soll, dann soll es wohl schneller gehen. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Was ich erstaunlich finde, ist übrigens, wenn der Grill auf Temperatur ist, ist der Lüfter auch gar nicht mehr so laut. Und gerade hier in der Garage, wo der Raum von 3 Seiten geschlossen ist, hört sich das Ding lauter an, als es draußen eigentlich ist. Ich werde den Deckel jetzt mal öffnen und hole euch wieder dazu, wenn das Gerät abgeschaltet hat. So, also der Shutdown-Cycle ist jetzt seit 5 Minuten am Gange. Ich habe gerade mal hitzefeste Handschuhe angezogen, um einfach mal in den Grill-Innenraum zu blicken. Weil ich im Internet gelesen hatte, bevor ich den Grill überhaupt gekauft hatte, dass man, wenn man hohe Temperaturen gefahren hat, dass man den erst auf niedriger Temperatur fahren soll, 120 Grad so um den Dreh, und erstmal ein bisschen laufen lassen soll, bevor man diesen Shutdown-Cycle aktiviert. Der Grund dahinter ist wohl, dass wenn man den aus hohen Temperaturen runterfährt in den Shutdown-Cycle, dass es dann zum Rückbrand in die Schnecke kommen kann. Ich habe mich jetzt strikt an die Anleitung gehalten und habe den aus den hohen Temperaturen quasi in den Shutdown-Cycle versetzt und hatte jetzt doch ein bisschen Bedenken, dass mir schon der nagelneue Grill quasi abfackelt. Deswegen habe ich schnell hitzefeste Handschuhe angezogen, Grillrost raus, die Abdeckung raus. Und ja, hier sieht man schon, das Material war wie in dem einen Video erwähnt schon verzinkt. Die Zinkschicht löst sich jetzt. Ich werde das mit einem Flex alles abbürsten, damit wir keinen Zink mehr da drauf haben. Ich meine, mein Gott, dann soll es meinetwegen doch rosten. Auf jeden Fall habe ich jetzt quasi die Sachen entfernt und habe die Schnecke so weit leer gemacht, dass es nicht zu einem Rückbrand kommen kann. Es ist erstaunlich wenig Asche in den Grill gelandet während des ersten Betriebs. Er lief jetzt eine Stunde, wovon er eine halbe Stunde auf Hochtemperatur lief, also auf maximal. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, wir gucken mal, was der Shutdown-Cycle jetzt noch so bringt. Oder was jetzt noch so passiert bei dem Grill. Wir lassen den auslaufen, die 19 Minuten noch. Und dann melde ich mich erneut. So, die letzten 2 Sekunden vom Shutdown-Cycle sind beendet. Ja, und dann schaltet sich der Grill auch aus scheinbar. Ja, wie gesagt, innen drin, die Asche, die geht sogar dafür, dass der jetzt wirklich eine halbe Stunde auf Vollgas und eine andere halbe Stunde auf mittlerer Temperatur, würde ich sagen, lief. Ja, die Pellets, die jetzt hier unten unverbrannt drin liegen, das waren die, die ich mit dem Handschuh quasi aus der Schnecke rausgeholt habe, damit kein Rückbrand entsteht, weil ich den ja nicht runtergefahren habe, sondern direkt aus der hohen Temperatur ausgestellt habe. Ja, ich denke, fürs erste Ergebnis ist das super. Ich werde jetzt probieren, mit der App mich mal zu verbinden und gucken, was das so gibt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, dass euch das kleine Video zum Einbrennen und die allgemeinen Funktionen des Trägers gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und wenn ihr Bock habt, dann folgt mir auf Facebook und Instagram, Herzogs Barbecue. Ich würde mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssikowski und bis dann.